Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Dragoon für die PS1. Im letzten Part haben wir hier in der Zauberstadt Aglis die ersten... Ja, ihr könnt nicht gehen. Bla bla, ich weiß. Ja, danke Schnaller. Ich wollte auch gar nicht gehen. Ach Mann. Die ersten drei Herausforderungen abgeschlossen. Jedenfalls, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann müsste als nächstes die von Meru kommen. Schauen wir doch mal, ob ich recht habe. Wir beginnen mit der nächsten Herausforderung. Okay. Na dann, schauen wir doch mal. Und es kommt die von Meru. Ich hatte recht. Perfekt. Hier ist gar nichts. Wie langweilig. Bardel, was machst du denn hier? Ich bin aus der Unterwelt zurückgekehrt, um den Tod meiner Schwester zu rächen. Unterbrichst du mich, Guaraha? Guaraha? Du hast es versprochen, Meru, dass du nach deiner Reise zurückkehren würdest, um die Sache mit seiner Schwester zu bereinigen. Deshalb kannst du hier nicht sterben. Gib dein Leben als Wiedergutmachung hin. Meine Schwester hat dich bewundert. Wie kannst du noch leben, wenn meine Schwester tot ist? Ich kann hier nicht sterben. Trotzdem kann ich nicht sterben. Wenn ich sterbe, kann ich gar nichts mehr tun. Auch nichts wiedergutmachen. Das war hart, nicht wahr? Aber Meru. Der Tod macht nichts wieder gut. Wiedergutmachungen gibt es nur im Leben. Und wir haben Merus Mut gesehen, als sie das erkannte und sich für das Leben entschied. Okay, ja. Naja. Das war jetzt nicht so schwierig. Die nächste Herausforderung dürfte Haschel sein. Wenn ich das gerade richtig sehe und richtig in Erinnerung habe. Jo. Die Vollendung der Zauberkunst beansprucht wohl die Arbeit. Beansprucht sowohl die Arbeit als auch das Herz dessen, der sie meistern will. Es ist wie mit der Ausbildung von Lehrlingen. Ja, ja. Ja. Was ist das? Und Claire verließ Rouge. Das habe ich mit Spino durch den Spiegel beobachtet. Wenn du all deine Erinnerungen auslöschen und zu jenem Moment zurückkehren könntest, könntest du Claire aufhalten? Nee, könnten wir nicht. Und das benötigt Mut, das zuzugeben. Und wir sammeln ja immer noch Mut. Ich könnte sie nicht aufhalten. Ich habe mein Bestes getan. Das stimmt. Die Vergangenheit zu akzeptieren, zeigt auch Mut. Wir beginnen mit der nächsten Herausforderung. Jo, machen wir. Sehr gerne. Komm schon.
Mal schauen, was Rose als Herausforderung kriegt. Savan selbst, okay. Ich habe oft daran gedacht. Daran, was wir hier tun. An Charl, die Siegelkugel unterhält, die den Mond, der nie untergeht, versiegelt. Und an Rose, die immer wieder das Mondkind tötete. Ich bereitete mich auf den Tag der Ankunft des Bösen vor, indem ich ein neues Siegel, Mut, und die psychedelische Bombe erschuf. Und ich wartete auf diesen... Verdammt, egal. Der Weg zur Vernichtung, den der Schöpfer Soa vorgezeichnet hatte, sollte unausweichlich sein. Und doch wir, die Winglies, hielten die Evolution an. Ich habe oft darüber nachgedacht. Darüber, ob unser Handeln wohl gut sei. Das werde ich mich auf ewig fragen. Ich habe Angst. Angst davor, ob ich wohl ich selbst bleiben kann, bis zu dem Tag, an dem mein Körper zerfällt und zu Staub wird. Wird unser Ziel irgendwann im Ziel des Schöpfers Soa aufgehen? Ist alles sinnlos? Du gehst zu weit. Wir sind weder unsterblich noch göttlich. Wir sind einfache Leute. Man sollte einfach in der Gegenwart leben. Denn das bedeutet, für die nächste Gegenwart zu leben. So habe ich es gemacht. Und ich werde mich nicht ändern. Wann kommt meine Herausforderung? Rose braucht scheinbar keine Herausforderung. Okay. Meinetwegen. Wir haben die Herausforderung in der 6 abgeschlossen. Du bist der Letzte dort. Du bist auch das Letzte dort. Aber so weit wollen wir nicht gehen. Bist du bereit für die letzte Herausforderung? Jo. Du bist der Letzte. Gieße deinen Mut in die psychedelische Bombe. Das wollen wir doch mal tun. Shana, ist das eine Illusion? Es ist eine Möglichkeit für die Zukunft. Das Schwert, ich kann meinen Körper nicht steuern. Was habt ihr mit mir gemacht? Du musst dein Schwert gegen Shana erheben. Aufhören! Shana ist das Mondkind, das den Gott der Vernichtung gebiert. Und außerdem ist sie das Geliebte. Wenn du dein Schwert gegen Shana heben sollst, was willst du tun? Das ist echt schwierig. Aber ich sag mal... Wir werden Shana retten, egal was passiert. Das ist Mut. Okay, dann habe ich die Antwort richtig interpretiert. Wow. Der Mut, deinem Herzen zu folgen, kann sogar das Schicksal verändern. Savan ist gegangen, um sich die Ergebnisse anzusehen. Hoffentlich reicht unser Mut, um die psychedelische Bombe zu zünden. Sie ist das Ergebnis von tausenden von Arbeitsjahren von Savan. Wir tragen eine ungeheure Verantwortung. Wir haben einen unerwarteten Verbündeten gefunden. Jetzt können wir Sieg an der Siegelkugel erwarten. Wir wissen alle, was das bedeutet, oder? Wenn wir meinen Vater in dieser Stadt aufhalten können, ist die Welt gerettet. Das ist alles. Los, kommt. Savan wartet. Okay. Haschel, du musst mal weg. Du bist levelmäßig zu hoch. Stattdessen nehmen wir Albert und Meru. Weil die haben auch beide nur Dragoon Level 3. Jo. So, machen wir das.
Okay, und Savan wartet, hatten wir gehört. Also wollen wir ihn nicht warten lassen? Ach du Scheiße. Boah, nee, es ist so ein Teleporter-Rätsel, ehrlich jetzt. Okay. So, mal gucken. Gut. Wieder zurück. Dann hier hin. Dann hier rüber. Dankeschön. Zum Glück muss ich nicht beim falschen Teleporter von vorne anfangen. Ui, das sieht schön aus. Seht, euer aller Mut fließt zusammen. Die neue Zauberkraft kommt ins Leben. Gebt mir eure Hände. Gebt mir eure Hände, um die Welt zu retten. Das ist die psychedelische Bombe. Mein Zauber ist nun vollendet. Sag mal, ich habe endlich den Bau des Mut abgeschlossen hat. Das war hart, hat. Unsere Mühen werden sich auszahlen, Pooh. Im Mut befindet sich Zauberkraft von der Stärke der Siegelkugel. Es scheint, als wären wir rechtzeitig fertig geworden. Heißt das, dass wir den Plan meines Vaters vereiteln können? Solange Sieg nicht den Mut zerstört hat. Das passiert nicht, Pooh. Der letzte Krake, das stärkste aller Zauberwesen, bewacht ihn, Pooh. Wir sollten den Mut sofort aktivieren. Wir legen ein neues Siegel auf den Mond, der nie untergeht. Psychedelische Bombe erhalten. Und wir können nicht mehr Gegenstände tragen. Hey. Ja. Schmeiß meine Sonnenrhapsodie weg. Komm. Jo, weg damit. Dankeschön. Okay. Ey, Dart, komm schon. Mann. Nur weil der da gegen diesen blöden Pfeiler gegengelaufen ist, ey. So ein Trottel. Naja. Das Ganze hat aber auch einen Vorteil. Denn ich wollte mich mit Dart und Albert sowieso kurz in Dragoon verwandeln. Um den Angstzustand zu entfernen. Und das konnte ich ja dann jetzt direkt mal machen. Weil das ist halt auch so eine Möglichkeit, um negative Zustandsveränderungen zu killen. Wir verwandeln uns in den Dragoon, denn die sind dagegen immun. Und das ist schön. Das ist sehr schön. So. Dann greifen wir weiter den Wackelpeter an. Oh, unten perfekt geschafft. Nice. Sehr schön. Yo. Das passt doch. Und natürlich kriegt auch Albert jetzt erstmal ordentlich was auf die Fresse. Meine Güte, ey. Naja, egal. Egal. Ist passiert. So. Los jetzt, mein Bester. Hauen wir den Minotaurus aufs Maul. Auch ein Perfekt. Nice. So, leider nicht ganz so viel Schaden gemacht wie Dart. Und der Minotaurus ist dadurch auch noch nicht beim gelben Bereich gelandet. Aber der hat halt auch einiges an HP und eine gute Verteidigung. Von daher ist das okay.
Wow. Ich glaube, ich habe gerade so ein bisschen das Timing raus. Geil. Ja, yeah. Nice. Sehr schön. Ich vermute mal, der hat genau 1000 HP. Das würde auf jeden Fall so in etwa hinkommen. Gut. Ah, Albert hat ein Level-Up. Stimmt, da war ja was. Albert braucht ja nur noch eins. Braucht ja nur noch einen Kampf fürs Level-Up. Okay, dann wollen wir doch mal Albert ersetzen. Durch Miranda oder Rose? Mal schauen. Miranda braucht noch 2000. Rose 1500. Und hier knapp bei 1000. Ich würde sagen, wir nehmen Rose mit. Erstmal. So. Mal kurz schauen. Die stellerne Klinge. Okay, 15 nur noch, das ist gut. So, oh, der Hammerschwung ist durch. Perfekt. Dann nehmen wir jetzt mal den coolen Boogie. Und gucken doch mal, was das so für ein Zusatz ist. Wie gut der auszuführen ist. Und so. 200 Gold, das ist schön. Das ist sehr schön. Das nehme ich gerne. Und wir können keinen Gegenstand mehr tragen. Okay, ablegen. Ablegen. Ein Engelsgebiet, weil 4 sind doch ein bisschen arg viel. Eine Heilungsbrise. Ja, okay. Damit kann ich leben. So, na dann. Was haben wir hier? Nur das Viech? Okay. Okay. Sehr schön. Sehr gut. Den haben wir schon mal hinbekommen. Rose, du verteidigst mal. Denn ich möchte Miros neuen Zusatz sehen. Okay. Das machen wir nochmal. Das zählt nicht. So. Okay. Er ist verdammt scheiße auszuführen, weil das Timing für den Arsch ist. Aber er sieht ganz nice aus. So. Na denn. Wollen wir Savan hier mal weiter folgen? So. Okay, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier gleich in den Bosskampf reinrennen. Und das möchte ich jetzt in dieser Folge nicht noch machen. Deswegen wird die Folge ein bisschen kürzer, das tut mir sehr leid. Aber ich meine, dafür werden meine Folgen meistens länger als geplant. Von daher ist das, glaube ich, ein ganz guter Deal trotzdem noch. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.